gesehen, haben wir mal zusammengestellt, was nötig ist, um die Reparatur einer Bremse hinten durchführen zu können. Wir haben einmal hier die alte Bremstrommel ausgebaut. Die sehen natürlich nicht so verrostet aus. Die lag draußen, weil es geregnet hat. Ist also schon innen ein bisschen angerostet, ansonsten ist das blank. Wir haben hier einmal die Bremsbacken, die wir ausgebaut haben. Gut zu sehen ist eigentlich auch, dass der Belag hier schon sehr, sehr dünn ist. Wir haben hier einmal den alten Radbremszylinder mit der Zuleitung, der sogenannten Bremsleitung, die aufgrund des Alters eben beim Auseinanderschrauben kaputt gegangen ist. Und wir haben hier auch nochmal das alte Handbremsseil. Beim Zusammenbauen haben wir einmal die Bremstrommel ausdrehen lassen auf ein bestimmtes Maß, bauen die dementsprechend von der Stärke, wie schon erwähnt, die Bremsbacken ein, haben dazu einen neuen Radbremszylinder, ein neues Handbremsseil, einen Simmerring und ganz wichtig den Sicherungsring. Das soll erstmal alles gewesen sein. Gut, und die müssen jetzt in adäquater Reihenfolge eingebaut werden. Ich gehe jetzt bei und mache die Kugellager, sind schon einmal gereinigt, die werden dann vernünftig gefettet. Ich kann das mal zeigen. Wir haben hier jetzt einmal die alten Radlager, die mit einem bestimmten Fett wieder neu eingefettet werden. Da muss nicht kiloweise das Fett drauf. Wichtig ist, so wie es hier auch zu sehen ist, schön mit Fett auch in den Walzen rein. Das Lager wird dann hier in der Bremstrommel eingebaut und der Simmerring, den wir hier haben, wird dort dann eingeschlagen. In der Bremstrommel selber drin, oftmals ist da ein altes Fett drin, das muss gereinigt werden, das alte Fett alles raus und dann das neue Kugellager habe ich einmal gereinigt, nicht mit Waschbenzin, sondern wenn, dann in Diesel abwaschen, weil Waschbenzin nimmt den letzten Ölfilm weg und das soll nicht gemacht werden. Das ist hier einmal neu mit Fett eingeschmiert worden, auch in den Walzen rein, das Fett reindrücken. Nicht zu viel, so wie es hier zu sehen ist, das reicht aus. Das Lager wird dann hier eingesetzt. So. Dann haben wir den neuen Simmerring. Wie ihr seht, ist das Gummi von außen her. Der Simmerring darf nicht mit Fett oder Öl benetzt werden, ansonsten bekommt man den schlecht in den Sitz reingeschlagen. Auch hier, wo der Simmerring selber drauf sitzt, immer das Fett abwischen, umso besser kriege ich das reingeschlagen. Beim Reinschlagen sollte man darauf achten, er darf nicht zu tief sitzen, sondern nur mit der Radnabe bündig sollte er abschließen. Ich habe dazu einen so einen Eisenklotz, der jetzt genau hier auf die Größe von dem Simmerring abgestimmt ist und wird das nur leicht reingeschlagen. Nicht mit Gewalt. Wie gesagt, der Simmerring ist jetzt eingebaut und schließt mit der Radnabe bündig ab. Der Simmerring selber läuft dann auf dem Achs stumpf drauf. Ich gehe bei und mache hier immer einen ganz kleinen Fettfilm ran, damit er einmal ein bisschen mit Fett in Berührung kommt und damit das nicht alles gleich wieder abnutzt. Das braucht nicht. Kann man den Simmerring auch irgendwie schräg einschlagen, wenn man es falsch macht? Man kann auch den Simmerring schräg einschlagen. Deswegen sage ich ja, man muss ihn bündig reinschlagen. Und wenn man merkt, er ist schräg drin, gleich wieder aufhören, Simmerring nochmal rausnehmen und nochmal neu ansetzen.
ist es nicht schlimm, aber der Simmering muss schon gerade drin sitzen.